Hallo, herzlich willkommen zu meinen Beach-Videos. In diesem kleinen Film zeige ich euch einige Tipps und Tricks, wie man im Beachvolleyball erfolgreicher sein kann. An einigen Stellen werde ich auch mal speziell auf Fragen der Regelkunde eingehen und auf allgemeine Fragen, die ihr mir jederzeit gerne stellen könnt zum Thema Beachvolleyball. Also, viel Spaß damit! Hallo, heute kommen wir zu einer Sache, die ich schon längst mal angesprochen haben wollte. Und zwar ist das die Poke Defense oder die Poke Abwehr. Eine Technik, die immer dann zum Einsatz kommen muss oder kommen sollte, wenn der Gegner versucht, euch in eurer Feldabwehr zu überspielen. Das heißt, ihr steht zu weit vorn und der Gegner versucht es mit einem langen, hohen Shot über euch. Wie ist das Ganze zu spielen? Nun, von der Sache her ist es die Technik des Pokes. Das heißt, die Finger, entweder hier die eingeklappten Hasenohren, ja, um dann mit den Knöcheln den Ball zu spielen, oder eben mit der Tigerkralle. Man könnte auch die Faust nehmen, da sich beim natürlichen Schließen der Faust aber eine Schräge bildet, würde ich davon prinzipiell abraten. Das heißt, Variante 1, zwei Ohren, ja, das eigentlich beliebteste, oder eben die Tigerkralle. Mit dieser Technik spielen wir mit den Knöcheln den Ball, und bei der Poke-Abwehr geht es nicht darum, den Ball irgendwo besonders platziert hinzubekommen, sondern ihm viel Höhe zu geben. Klar, idealerweise hochzentral ins Feld, aber erst einmal viel Höhe und eben den erfolgreichen Punkt durch Überspielen erst einmal abzuwehren. Wie sieht das Ganze nun aus? Im Normalfall bewegen wir uns in dieser Situation nach hinten, heben den Arm und versuchen dann an der gestreckten Schulter, möglichst genau über der Schulter, den Ball nach oben zu spielen. Also nicht weiter vorn, dann geht der Ball tendenziell zum Gegner oder gar ins Aus oder flach zum Netz. Auch nicht hinter uns, denn dann würden wir ihn in den meisten Fällen nach hinten verlängern, sondern den Ball wirklich, das ist ja gar nicht so leicht, sondern den Ball wirklich nach oben spielen, möglichst wenig Richtung aus der Streckung des Armes und vor allen Dingen aus der Schulterstreckung. Im Extremfall ist dazu auch noch ein Sprung möglich, macht das Ganze natürlich ungleich schwieriger. Eine Sache, die man auf jeden Fall intensiv üben muss und bei der es sich aber wirklich lohnt, sie zu beherrschen, da der überspielte Ball erfahrungsgemäß ein sehr häufig vorkommendes Phänomen im Beachvolleyball ist. Also überspielte Bälle, wenn sie in mittelhoher Flugbahn sind, idealerweise im Poke abwehren. Ansonsten gibt es noch andere Varianten. Dazu habe ich ein extra Video online gestellt. Schaut einfach da mal rein. Ja, das zur Poke abwehr. Linkshand spielt natürlich die Poke abwehr genauso. Und wie so oft, am Ende noch ein paar Beispiele aus unserem Spielbetrieb. So, das war's für heute. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, Hinweise, Anregungen, dann immer gerne her damit. Und ansonsten immer schön am Ball bleiben.